Hallo Freunde, ich möchte heute mit euch über die grünfeldindische Verteidigung sprechen. Und zwar habe ich eine Schnellschachpartie gespielt und habe dabei festgestellt, dass ich eine Öffnungslücke hatte im Repertoire. Und die musste ich natürlich updaten und auffrischen. Und ich zeige euch natürlich, was in dieser Partie passiert ist und was in meine Recherchen ergeben haben. Dabei bin ich auf die Partie von Kramnik gegen Smiedler gestoßen und die schauen wir uns heute an. Also, viel Spaß. So, fangen wir vorne an. D4, Springer F6, C4, G6, Springer C3 und D5 ist jetzt eben die grünfeldindische Verteidigung. Hier spiele ich immer diese Abtauschvariante, um das Zentrum zu besetzen. Und nach Läufer G7 möchte Schwarz im Grunde vom Plan her bei grünfeldindisch mit C7, C5, Springer C6 und einen Druck auf diesen Bauern D4 ausüben. Und Weiß hat die Möglichkeiten, sie auch zu ändern. Er hat natürlich auch ganz viele Systeme. Ja? Ich bin großer Freund und Fan seit meiner Kindheitstage quasi von Läufer C4, dem klassischen Aufbau. Es gibt natürlich auch verschiedenste andere. Ja? Kramnik hat selber auch schon mit Läufer E3 und Springer F3 operiert. Dieses Läufer B5 ist im Augenblick ein bisschen moderner. Nach dem Motto, wenn Schwarz C6 spielt, dann kann der Springer eben nicht mehr auf das Feld C6, was den Druck auf den D4 reduziert. Oder wenn er den Läufer zum Beispiel nach D7 stellt, dann steht der Läufer der Dame im Weg. Auch hier ist der Druck auf den D4 reduziert. Es gibt so unglaublich viele Varianten und Ideen und Möglichkeiten. Wir gucken hier aber Läufer C4, unseren Hauptzug. Okay, Schwarz spielt C5, greift den hier an. Und wir spielen den Springer nach E2, um einfach auf Läufer G4 mit F3 antworten zu können. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wenn Springer F3 käme, noch geht Läufer G4 sofort nicht. Ja? Die Idee hier, diesen Druck auf diesen D4 aufzubauen, weil die kleine Taktik Läufer F7 wieder zuschlägt, ja? Und dann mit Springer G5 und dann Dame G4. Das ist ziemlich einfach für Weiß, ganz gut. Aber wenn Schwarz hier nicht Läufer G4 spielt, sondern zum Beispiel Rochade und Tier einmal raustauscht, den Druck auf den D4 erhöht und dann am Ende Läufer G4 spielt, ja, dann jetzt ist hier eben doch schon ordentlich Druck auf dem Kessel und das möchte man mit Weiß irgendwie vermeiden. Und deswegen spielt man den Springer nach E2, um auf Läufer G4 F3 zu haben. Okay, Schwarz drückt auf den D4. Wir decken den D4. So, und hier gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. In der Partie folgte hier, auch in meiner, folgte C mal D. Das verfolgt ein bestimmtes Abspiel. Eine der Hauptzüge ist hier auch die Rochade zum Beispiel zu machen. Und jetzt gibt es eine Million verschiedenste Operationen. Ja? Dame C7, nebst Turm D8 war früher modern. Läufer G4 ist die ganz alte klassische Hauptvariante. B6 ist mittlerweile die modernere Variante. Und ja, auch hier fängt es gerade erst an mit der Theorie. Ja? Deswegen, das will ich jetzt gar nicht zu sehr ausführen. Die Idee ist hier, wenn Schwarz auf D4 tauscht, weiß schlägt zurück, er kann natürlich auch jederzeit wieder mit der Rochade in diese Varianten übergehen. Ja? Wobei dann dieser frühe Tausch vielleicht nicht sinnvoll ist für Schwarz. Aber er hat hier eben die Zusatzmöglichkeit Dame A5. Und da sind wir jetzt auch quasi bei meiner Partie. Denn ich hatte hier den Zug. Ich mache mal die als Variante, weil das hier unterscheidet sich jetzt die Partie von Kramnik und meiner. Ich habe in meiner Schnellschachpartie Dame D2 gespielt, weil ich einfach dachte, dieses Endspiel ist okay. Ja? Hier nach diesem Tausch. So, Rochade. Turm D1, um einfach den D4 zu decken und dann im Zweifelsfall den König wegziehen und ja, man hat halt ein leichtes Zentrum, ja, diese typische Grünfeldstruktur, zwei Zentrumsbauern gegen diese beiden Flügelbauern. Aber nach Springer A5, den Läufer möchte ich natürlich nicht abgeben, Läufer E6, ja, hatte auch Schwarz ein relativ einfaches und problemfreies Spiel. Ja, dass hier jetzt schon Springer C4-Geschichten drohen und ja, den Turm will ich jetzt nicht dahin stellen, weil dann habe ich den zweimal bewegt, macht keinen Sinn. Ja, ich will natürlich aber auch nicht meinen Läufer auf E3 abgeben.
Und ja, hier habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe auch vielleicht zu schnell gespielt, aber auch vielleicht auch nicht weit genug gerechnet. Ich habe hier in der Schnellschachpartie Turm AC1 gespielt. Ja, ich habe gesehen, dass der A2 hängt, aber ich dachte, ich könnte mit Turm C7 hier einen schönen Gegenangriff machen. Der E7 fällt, respektive ich kriege hier ein Freibauern gebildet. Weil wenn er jetzt zum Beispiel sowas hier spielen würde, ja, dann müsste er hier schon aufpassen, ob der nicht irgendwie in Gefahr gerät und so weiter und so fort. Problem ist, mein Gegner hat Turm FC8 gespielt und ich kann diesem Springer hier gar nicht, diesen Bauern gar nicht so gut schlagen, weil nach Läufer F8 der Turm in Gefahr ist. Ja. Man könnte sagen, nicht allzu lange, weil jetzt ist er weg. Ja, und hier ist klar, hier ist irgendwas mit der Öffnung falsch gelaufen. Ja. Und wenn ich nicht auf E7 schlagen kann, habe ich einfach einen Bauern weniger für nichts. Und das war der ausschlaggebende Grund, dass die Öffnung nicht gut gelaufen ist und ich mich hier in der Partie nach Dame A5 ja einfach nochmal wieder mit diesem Zug Läufer D2 beschäftigen wollte. Es gibt sogar, und also der kam hier auch in der Partie von Kramnik. Wir müssen noch eine ganz kleine weitere Variante. König F1 ist durchaus interessant, also ist nicht so schlecht, wie es jetzt scheint. Weiß möchte mit H4, H5 den Turm eben nutzen, um hier auf der Seite anzugreifen. Später wird irgendwann mit F3 und den König vielleicht mal nach F2 spielen. Auch hier haben schon mehrere sehr bekannte, gute Spieler für Weiß dieses System gespielt. Zum Beispiel ein Schirow, ja? Um nur einen zu nennen. Okay, ich gucke nochmal eben schnell. Ja, ein Härtneck hier wird noch angezeigt. Ein Dautov, ein Rogozenko, Elputjan. Ja, vielleicht nicht die super, super Weltspitze, aber definitiv sehr, sehr gute Leute. Und ist interessant, aber auch nicht das, was ich jetzt angestrebt habe. Deswegen gucken wir uns in der Partie, kamen wir zum Läufer D2 Zug. Hier hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte mir, okay, jetzt ist genau wie andersrum eben die Verbindung zum D4 hier unterbrochen. Und Schwarz spielt Dame D8 und greift den D4 sofort an. Und jetzt könnte ich ja mit Läufer E3 eine Zugwiederholung machen, aber ich kann ja mit Weiß nicht eine Zugwiederholung machen. Ja? Wo ist das Bestreben auf Vorteil? Das geht nicht. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie es hier weitergeht, gucken wir uns nochmal zwei Varianten an. Wenn Schwarz sagt, ja, ich will auch kein Remis, ich spiele die Dame nach A3. Und hier haben wir jetzt den Druck auf den D4. Und hier kann Weiß, und das war mir natürlich auch überhaupt nicht klar alles, hier kann Weiß tatsächlich die kurze Rochade machen. Und diesen Bauern auf D4 abgeben. Und den kann Schwarz gar nicht nehmen. Wir schauen mal, auf Springer D4 kommt einfach der Tausch und jetzt folgt Läufer B5 Schach. Jetzt hat Schwarz im Grunde nur zwei Möglichkeiten, mit dem König wegziehen oder den Läufer zwischenziehen. König wegziehen macht verhältnismäßig wenig Sinn, dann kommt hier ein Schach mit Angriff auf den Läufer G7 und wenn der dazwischen zieht, ist Dame D8 matt. So schnell kann es gehen. Und auf Läufer D7 ja, dann tausche ich den und dann sehen wir einfach den König in der Mitte. Das ist dem Bauern schon mal allemal wert, ja, wenn wir die Königssicherheit mal miteinander vergleichen. Und hier spielt man einfach Läufer F4, um den Zug E7, E5 zu verhindern. Was ja auch diesen Springer, diesen Läufer hier fesselt und angreift, der muss gedeckt werden. Und wie auch immer die Dame diesen Läufer decken möge, ja, über B4 oder C5, ich kann eben entsprechend meinen Turm hier positionieren. Dann in dem Fall über die B-Linie. Und da oben reinkommen auf C7, ja, den wieder angreifen und irgendwann wird schwierig für Schwarz, den hier gedeckt zu halten. Respektive, ich habe einfach so eine Initiative mit Turm B1, greift den an, möchte zwei Türme auf der siebten Reihe postiert haben. Wir denken dran, der König kann nicht mehr rochieren. Ja. Das heißt, der Turm auf H8 spielt auch nicht mit und ich habe ja noch nicht mal was weniger. Das ist eine mittlere Vollkatastrophe hierfür. Für Schwarz.
Und deswegen kann man hier auf D4 natürlich nicht nehmen. Er kann hier rochieren. Und jetzt kann ich Turm B1 spielen. Interessanter Zug. Mit der Idee, vielleicht Turm B3 zu spielen, um eine Verdoppelung vorzubereiten. Den B7 im Auge zu haben, dass dieser Läufer auf C8 sich nicht bewegen kann. Denn immer noch kann Schwarz hier nicht auf D4 nehmen. Weil nach Läufer B4 ist hier auch wieder ein Angriff, ein Abzugsangriff quasi auf den D4 und auf die Dame. Der Springer kann sich mit Zwischenschach retten, ja. Aber jetzt gucken wir mal, wo kann die Dame hin? Nicht viele Felder. Und nach Läufer B5 ist sie tatsächlich weg. Schöne Damenfangfalle. Für die Profis unter euch wahrscheinlich bekannt. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, deswegen hoffentlich kann ich mir das merken. Und deswegen ist dieser Zug Dame A3 gar nicht mal so sehr gefährlich, wie ich es in Erinnerung hatte. Es gibt hier noch eine kleine Falle. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist. Ich will nur mal das Motiv und das Prinzip mal eben zeigen. Wenn Weiß hier irgendwann, wenn Weiß hier irgendwann D5 spielt. Ne, Moment, der darf nicht rochieren. Moment, wo war die Falle? So, wenn Weiß hier D5 spielt, so war es schon, und Springer E5 kommt, als Beispiel Turm C1, dann muss man aufpassen, ob der Zug Dame F3 funktioniert, mit Angriff auf diesen E4 und auf diesen G2. Hier funktioniert er nicht, also man darf natürlich nicht hier nehmen, ist klar, das ist die Idee von Schwarz, mit diesem Schach und Läufer H3 ein schönes Mattbild zu kreieren. Man muss halt immer aufpassen, aber hier geht es halt nicht, weil Weiß Läufer B5 zwischen Schach macht. Der Läufer kann nicht zwischenziehen, weil der ja am Ende hier gebraucht wird für das Matt. Und nach König F8 nehme ich den Läufer einfach weg, damit eben dieses Mattbild hier nicht mehr existent ist. Dann haben wir eine Dame gewonnen. Die Falle funktioniert. Ich glaube, irgendwie eine berühmte Partie gab es da auch. Die habe ich gerade nicht gefunden. Aber im Grunde braucht man auch vor dieser Falle keine große Angst zu haben. Und deswegen ist Dame A3 gar nicht mal so gefährlich. Okay, und vielleicht hat deswegen Fiedler mit Dame D8 den Angriff auf diesen D4 erhöht, in der Hoffnung, vielleicht eine Zugwiederholung zu erhalten. Aber Kramnik sagt sich, naja, so einfach ist es nicht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann D4, D5 spielen oder den Läufer nach C3 stellen. Beides ist völlig in Ordnung. In der Partie kam das etwas dynamischere D4, D5. Greift diesen Springer an. Und jetzt braucht man, glaube ich, kein Experte zu sein. Der Springer geht natürlich nach E5. Hier muss man kein Experte sein, um zu sehen, dass Läufer A1 natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil dann kommt es zu einem Doppelangriff. Weiß bekommt sein Material mit Zins und Zinseszins zurück. Ja, und dieser schwarzfällige Läufer wird dem Schwarzen auch fehlen. Und deswegen kam natürlich Springer E5. Jetzt Läufer C3, fesselt hier diesen Springer an und Schwarz rochiert. Und jetzt hängt dieser Läufer und der wird gedeckt. So, jetzt haben wir hier mehr oder weniger so eine Art Ausgangsstellung dieser Variante. Und ja, wollen wir mal eben kurz reingucken hier. Was sind die weißen Ideen? Nun, ganz klar, man versucht mit F2, F4 diesen Springer zu vertreiben, im Zweifelsfall auch den Läufer zu tauschen. Vor allem aber dann mit seinem schönen Bauernzentrum immer weiter vorzurücken, Raum gewinnen, aktive Figuren. Das ist, und dann mit dem Bauern irgendwie nach vorne rücken und ja, im Zweifelsfalle was drohen, was gewinnen, wie auch immer. Wo ist der schwarze Plan? Und da wird es schon deutlich schwieriger. Wir können mal in ein paar Züge reingucken. Also nur fürs Protokoll. Dame B6 ist der Partiezug und der ist auch in Ordnung. Wir gucken mal so ein paar typische Züge. Wenn wir hier Läufer D7 spielen, ne, eine Figur entwickeln wollen, kommt schon ein Springer G4, dann hier kommt der Tausch, ein Schach, dann wird der Springer vertrieben und auf diese Schachs
Ja, spielen wir halt Springer C3, decken den Springer. Jetzt muss am Ende des Tages dieser Springer zurück. Ich kann rochieren, habe mein Zentrum stabilisiert. Ich drohe E4, E5, habe einen Raumvorteil, einen leichten Vorteil für Weiß. Das ist okay. Was haben wir hier noch für Züge? Wenn Läufer G4 kommt, okay, dann spielen wir halt erstmal einmal F3, dann muss der Läufer wieder zurück und dann kommen wir in ähnliche Strukturen. Ich kann ja dann wieder F4 spielen und mit der Idee tauschen, Dame D4 und so weiter und so fort. Das bringt also auch nicht so viel, dieses Läufer G4. E7, E6, ein sehr typischer Zug, um diese Spitze hier anzugreifen, funktioniert hier leider auch überhaupt nicht, wegen F4. Einmal tauschen, dem Schach. Und jetzt kann ich entweder diesen Springer vertreiben und dann kann ich direkt spielen. Und jetzt sehen wir einfach, ich kann. Ja. Oh, Entschuldigung. Also ich kann hier mit G2, G4 das Feld F5 für den schwarzen Springer wegnehmen und ich drohe nebenbei auch noch dann E4, E5 und dann habe ich hier eine schöne Bauernkette, ein Freibauen auf D6. Das ist einfach eine fantastische Stellung für Weiß, ja, gar keine Frage. Was mit dem anderen Hebel, F5? Auch hier, ja, das ist das Schöne, die Motive ändern sich immer. Ja? Weiß spielt F4. Und seht zu, dass dann hier E5 kommt. Jetzt schaut mal, jetzt stehen ja alle Figuren von Schwarz. Unfassbar schlecht. Der Läufer ist eingesperrt. Der Läufer C8 kommt hier nicht mehr raus. Ja, man, Schwarz kann hier einen Bauern gewinnen. Glückwunsch. Dafür steht der Springer jetzt hier auch noch am Rande. Und weiß mit seinem Zentrum, er hat den Raumvorteil. Er kann die Türme hier noch problemlos irgendwie machen und tun und walten, wie er will. Das ist schon quasi eine, mehr oder weniger eine Gewinnstellung für Weiß. Er hat so eine Aktivität, ja, und die schwarzen Figuren stehen einfach so unkoordiniert. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Weiß hat einen Bauern weniger, was der Computer dazu sagt. Okay, also wir haben gesehen, dieser Zug F4 ist durchaus hier das Hauptmotiv für Weiß. Und es kam Dame B6 und das versucht zu antizipieren, dass wenn Weiß jetzt hier frühzeitig mit F4 spielt, naja, diese lange Diagonale geöffnet wird und der König vielleicht in der Mitte hängen bleibt. Kramnik sagt sich, ist mir egal, ich spiele trotzdem F4. Was passieren kann, wenn wir jetzt hier die standardmäßige Rochade machen, ist, dass dieser F-Bauer eben gefesselt ist und Weiß noch einen Zug mehr verschwenden muss, in Anführungsstrichen, um diesen F-Bauern beweglich zu machen. Und die Zeit könnte eben Schwarz nutzen, um sich zu entwickeln. Ja? Jetzt geht F3 nicht und dann kann er den hier wegtauschen, den Turm aktivieren und ein Gegenspiel kreieren. Mit A5, A4 und ja, jetzt fängt an, Schwarz den Weißen zu beschäftigen, sodass dieses F2, F4 gar nicht mehr so schnell so gut möglich ist. Und dann haben wir einfach ein Gegenspiel und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir in die Partie zurück und spielt Weiß sofort F2, F4. Auch hier geht der Springer nach G4 um, vielleicht mal auf G2, auf F2, E3 irgendwas drohen zu können. Und was auf den ersten Blick super gefährlich aussieht, stellt sich heraus, dass das gar nicht so gut ist. Dieses Springer D7 scheint besser zu sein. Und alle, die sich ein bisschen besser mit Grünfeld auskennen, können ja mal schreiben, ob das mittlerweile so der Hauptzug ist. Denn die Partie ist ja von 1998 und Theorie entwickelt sich ja immer durch Praxis, ja, durch die praktischen Partien. Hier würde zum Beispiel nach solchen Zügen Schwarz mit dem Zug F7, F5 das weiße Zentrum immer massiv unter Druck setzen können, respektive ich kann mit Weiß nicht E5 spielen, weil der D5 dann hier weg wäre. Ja, und nach solchen Abwicklungen hat Weiß sicherlich den symbolischen Anzugsvorteil, aber keine ganz, ganz große Chance hier auf irgendwie einen extremen Vorteil. Und von daher ist das vielleicht die Idee für Schwarz, wie man in Zukunft spielen könnte. Viele Partien habe ich dazu echt nicht gefunden. Deswegen bin ich etwas irritiert.
In der Partie folgte aber Springer G4. Und wir werden jetzt gleich sehen, oh, das war vielleicht schon die Wurzel des Übels hier. Die Drohung auf F2 ist noch relativ leicht abzuwehren, indem Schwarz Weiß Läufer D4 spielt. Die Dame angreift. Na, so. Und gleichzeitig F2 deckt er und so weiter. Okay. Und Schwarz muss sich entscheiden. Ziehe ich die Dame weg, zum Beispiel mit Schach, oder tausche ich diesen Läufer? In der Partie folgte Dame A5. Wir schauen mal ganz kurz rein, was passieren könnte, wenn jetzt hier getauscht würde. Jetzt sehen wir, der E4, überhaupt das schöne weiße Bauernzentrum, verspricht einen kleinen, aber dauerhaften weißen Vorteil, weil jetzt dieses F7, F5 hier nicht so richtig gut funktioniert, weil dieser Bauer auf D5 natürlich gedeckt ist. Und die Abzugsschachideen liegen jetzt auch immer in der Luft. Ja? Und Schwarz bekommt keinen Druck auf den D5. Das heißt, der Bauer ist gut und damit ist die Stellung für Weiß gut. Und ja, wenn er den F6 spielt, um den E4 anzugreifen, kann der eben vorrücken. Der D5 ist gedeckt. Ja, und Weiß kann mit der C-Linie, Turm C7 zum Beispiel, arbeiten. Kriegt den König hier nach E3, um den Springer mal anzufragen. Ne? Weiß hat diesen Raumvorteil und steht sicherlich einfach mindestens mal leicht besser und angenehmer zu spielen. Zweite Idee wäre, wenn Schwarz hier Turm D8 spielt, mit der Idee, Springer F6 greift den an, der kann jetzt nicht vorziehen wegen dem, und dann hätte man nach Turm E1 ungefähr eine ausgeglichene Stellung, weil Weiß hier nicht so einfach zu E4, E5 kommt. Ja, das müsste man noch eben entsprechend 100 Züge vorbereiten in irgendeiner Form. Da kann Schwarz natürlich aber auch dann Züge machen und das abwehren. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Also, dieser Tausch auf D4 würde noch gehen. Hier in der Partie kam Dame A5 Schach. Und vielleicht hat Zwieler hier irgendwas falsch eingeschätzt, werden wir gleich sehen. Denn es kam Dame D2, klar. Und nach dem Tausch sehen wir, Weiß steht hier tatsächlich besser. Die Idee ist, ich komme mit dem König relativ schnell an den E4-Bauern ran, um ihn zu decken, sodass Schwarz kein Gegenspiel gegen mein Bauernzentrum bekommt. Diesen Springer werde ich hier früher oder später vertreiben können. Ja, diese Läufer sollen getauscht werden. Ja, und dann habe ich ein schönes Springerfeld für den E2 hier auf D4, der hier in alle Richtungen gucken kann. Gepaart mit dem Bauernzentrum, ne? Und vielleicht der offenen C-Linie, dass ich hier auch eindringen kann. Da ist ein leichter Vorteil für Weiß erkennbar. Wieder, weil dem Schwarzen so das konkrete Gegenspiel fehlt. Und wahrscheinlich hat Zwieler sich hier auf folgenden Zug verlassen, nämlich den Zug E7, E5, der von der Grundidee her einfach gut ist, natürlich. Weil wenn, das müssen wir eine Variante gucken, ja, wenn Weiß hier nehmen würde, würde Schwarz diesen Springer auf E5 zementiert haben, vielleicht mit Turm E1, Turm E8 Geschichten Druck auf den E4 machen zu können. Und hier fehlt natürlich jetzt komplett die Dynamik für Weiß im Zentrum. Das geht natürlich nicht, aber das erkennt ein Kramnik natürlich auch. Ja? Und irgendwas hat Zwieler hier falsch eingeschätzt, nehme ich mal an, denn es kam H2, H3, greift den Springer an. Wenn der jetzt einfach nur wegzieht, ja, dann ist natürlich hier einfach nur erstmal ein Bauer weg für nichts. Also nimmt Schwarz hier auf D4 und Weiß auf G4. Und auf den ersten Blick kann man ja sagen, Moment, das sieht aber komisch aus. Hier hängt doch ein Bauer und was ist los? Ja? Schwarz hat Läuferpaar, so uiuiui. Aber das ist. Das wäre eine sehr gestrunzte Aussage. Wir folgen mal der Partie, wo G6, G5 kam. Die Idee gucken wir sofort an. Wir gucken mal ein, zwei Varianten an. Zunächst einmal ist D3 hier mit dem vermeintlichen Doppelangriff. Ja, der wird abgewehrt mit Springer C3. Und dann kommt es
so ähnlichen Stellungsbildern wie in der Partie, dass diese weißen Bauern hier einfach, ja, einfach vorrücken können, den Läufer G7 absperren können, der D-Bauer natürlich ein sehr schöner Freibauer ist. Und hier hat Schwarz mehr als Probleme, nur um das Gleichgewicht. Ja, hier steht Weiß schon einfach deutlich besser. Noch nicht auf Gewinn, aber schon sehr, sehr angenehm. Alternative ist, wenn er nicht D3 spielt, sondern sich hier einfach diesen Bauern einverleibt, dann wird es zu ähnlichen Stellungsbildern kommen wie in der Partie, dass diese Bauern einfach viel mächtiger sind, der Läufer G7 abgesperrt ist, der D4 wird fallen, ja, und das Bauernzentrum setzt sich einfach durch. Und deswegen versuchte Zwieler hier noch G6, G5 zu spielen, um, ja, wenn Weiß nicht aufpasst, vielleicht diese Dynamik aus dieser Bauernkette hier rauszunehmen. Ja. Natürlich spielt Kramnik G3 und hält diese Kette aufrecht. Wenn er jetzt hier schlägt oder vorzieht, das wäre eine halbe Vollkatastrophe, weil die Dynamik aus diesem Zentrum für Weiß ist natürlich jetzt rausgenommen. Ja. Das Feld E5 ist kontrolliert von dem Läufer. Da macht man sich das Leben natürlich nur extrem unnötig selber schwer. Das macht keinen Sinn. Und deswegen nach G5, dann G3. Und jetzt schlägt Zwieler auf G4. Wir spielen natürlich E5 und sperren diesen Läufer ab, was Springer D4 droht. Deswegen wird Schwarz den hier quasi tauschen müssen. Und wir haben im Grunde die gleiche Stellung, die wir eben hatten. Und wir haben mit wenigen Mitteln und mit drei Zügen haben wir eine Gewinnstellung erreicht mit Weiß. Jetzt fragen wir uns, moin, warum Gewinnstellung? Wir haben doch ungleichfarbige Läufer. Ja. Aber wir hatten ja letztens ein Video mit ungleichfarbigen Läufer, ist immer der im Vorteil, der die Initiative hat. Ja? Und das ist in dem Fall Weiß. Wenn er den Bauern vorrückt, der Läufer wird aktiv, man hat einen Freibauern, während dieser Läufer auf G7 eingesperrt ist. Und wir werden hier gleich noch sehen, also Schwarz kann nicht mehr viel machen. Turm F8 versucht ein Gegenspiel zu kreieren, aber das Feld C2 ist einfach gedeckt und kontrolliert. Möchte man vielleicht diesen Bauern einfach schlagen? Und nach Turm C3 hat man die zusätzliche Möglichkeit, die einzige Schwäche im weißen Lager, den G3, den decken wir einfach. Und nach Turm C8 folgt wieder ein schönes Beispiel dafür. Wir haben einen weiß-feldrigen Läufer und hier zwei Bauern stehen. Und warum? Warum habe ich in den ganzen Varianten immer nur angezeigt, dass dieser D-Bauer vorgeht? Nun, schönen Gruß an Dagmar an der Stelle. Wenn wir einen weiß-feldrigen Läufer haben, dann spielen wir die Bauern natürlich über die entgegengesetzte Farbe, also in dem Fall über Schwarz, damit die Bauern nicht blockiert werden können. Na, hier, die weißen Felder können wir im Zweifelsfalle hier irgendwie versuchen zu brechen. Und abgesehen davon, dass wir den Läufer aussperren, versuchen wir unsere Figuren miteinander zu harmonieren. Und ja, hier ist die Stellung einfach schon komplett gewonnen. Der verzweifelte Versuch auf Gegenspiel kommt hier definitiv einfach zu spät. Denn Weiß nimmt hier auch auf C3 und der Bauer schlägt zurück und wir gucken mal, der Turm kann schon gar nicht mehr schlagen, weil dann D7 kommt und das Umwandlungsfeld ja nicht mehr kontrolliert werden kann. Ist der Bauer einfach durch. Deswegen D schlägt C3, aber jetzt E6 und jetzt kleine Taktik. Ja, wir ahnen es bereits. Schwarz kann diesen Bauern nicht schlagen. Und wenn er versucht, sich mit dem König zu nähern, wie in der Partie, haben wir hier eben zwei. Und wieder sind die Bauern über die schwarzen Felder vorgerückt, ja, bei den weißfeldigen Läufer. Es ist faszinierend, wie einfach es ist. Und nach König E8 kam nur noch ein letzter Zug und den dürft ihr finden. Alle, die bis hierhin durchgehalten haben, können jetzt mit Weiß den letzten Zug der Partie spielen, respektive in die Kommentare schreiben, wie gewinnt Weiß hier. Und nach dem nächsten Zug hat Schwarz dann auch bereits aufgegeben. Ja, das war eine Grünfeld-indische Partie, wo ich mein Öffnungsrepertoire gegen diesen frühen Tausch auf, ich zeige es nochmal, diesen frühen Tausch auf D4 mit Dame A5 Schach
Und da habe ich mein Lösungsrepertoire jetzt ein bisschen erweitert und abgedatet sozusagen. Ich hoffe, euch hat auch gefallen, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt. Vielleicht spielt der ein oder andere das mit Weiß. Auch der Schwarzspieler wird ein bisschen was mitgenommen haben, hoffe ich zumindest. Und ja, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.